Okay. Sorry für die kleine Unterbrechung. Es geht weiter mit Dreamlight Valley. Wir waren gerade am Angeln. Ich hoffe, der Zaubertrank ist noch aktiv. Nicht, dass der jetzt verschwunden ist. Ich finde diesen Zaubertrank richtig stark. Den hätte ich eigentlich beim Fugu fangen gebrauchen können. Ist sie noch verzaubert? Ja, perfekt. Ich muss nur noch jemanden mitnehmen jetzt. Wen nehmen wir? Wen nehmen wir? Hier Mirabelle. Gehen wir gleich zu Mirabelle hier. Ich glaube, wir müssen ja auch mit ihr reden, gell? Schnitzel, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe versucht, Plüschtiere zu machen, die wie die Tierfreunde meines Cousins Antonio aussehen. Also habe ich mir ein Buch mit Nähmustern kreative Kreaturen aus der Bibliothek ausgeliehen. Aber dann sah ich Remy und er wollte, dass ich die neuen Arepas probiere, die er gemacht hat. Was ich natürlich tun musste. Und jetzt kann ich das Buch nicht mehr finden. Genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Wirklich, puh, das ist eine Erleichterung. Der letzte Ort, an dem ich es noch hatte, war auf dem Hauptplatz, als ich die Eichhörnchen fütterte. Ich fange damit an, auf dem Hauptplatz zu suchen. Ja, ja. Wiedersehen. Das war die Bell, die Bell-Quest, die wir vorhin angenommen haben, aber das juckt mich jetzt eigentlich gar nicht. Ey, Martin, servus. Ja, alles gut. Bis auf gerade jegliche Systeme sind bei mir gerade abgekackt. Ansonsten alles gut und selbst. Boah, das finde ich richtig cool, dieser Trank. Wie genial ist das bitte? Funktioniert das bei dem auch eigentlich? Ja, nur bei dem Weißen wahrscheinlich. Aber jetzt läuft es wieder, ja. Bei mir sind auch hier mein Fliegengitter. Ich weiß nicht, sind bei dir auch? Ich meine, du wohnst ja relativ nah bei mir, sage ich jetzt mal. Sind bei dir auch so viele Wanzen? Die sind schon wieder so nervig bei uns. Diese Blattwanzen oder was das sind. Wir brauchen mal wieder so einen richtig gescheiten Winter, dass die sich nicht so vermehren. Weil das ist wirklich eine absolute Plage. Das ist so eine nervige Plage. Und jetzt vorhin gerade wieder gemerkt, bei meinem Fliegengitter, war undicht. Und da sind sie jetzt wieder, da habe ich wieder eingesehen. Sehr gut, wir haben's. Nice. Haben wir wieder eine Aufgabe. Wunderbar. Pflücke die blassesten Blumen. Ich liebe einfach. Wie geht's dir heute? Was? Was sagst du heute, Aram Clash? Wir haben Niklas, Julia, Sandro und mich ein bisschen Warm-up. Für nächste Woche im Clash starten. Für nächste... Ja, da, na, Clash spiele ich nicht. Möchte ich eigentlich nicht. Komm, eine kleine Runde Clash-Gabel wird witzig. Wann wäre das denn?
Wusstest du, dass Bücher das Fenster zur Welt? Ich wollte eigentlich heute komplett durchstreamen. Und Elden Ring wollte ich heute auch noch spielen. Und Sons of Valhalla wollte ich heute auch noch spielen. Also, ist gerade ein bisschen blöd, was das angeht. Und League of Legends werden wir sowieso viel spielen müssen, also von dem her. Ihr werdet sicher nicht keine Probleme haben, dass ihr da noch einen finden werdet. Ja, gutes Warm-up für uns. Warm-up mache ich dann im Ranked. Wir haben 500 Spiele, Martin. Ich muss mich nicht für 500 Spiele warm-upen. Aber wirklich nicht. Ich habe so viele Ranked habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. So. Wird safe witzig, wir haben alle Bock auf ein bisschen entspannt. Ja, könnt ihr eh. Könnt ihr eh, ich meine, hättet ihr das vor ein paar Tagen gesagt, dann, aber ich habe heute schon einiges geplant, deswegen. Ich möchte das jetzt nicht komplett über den Haufen werfen. So sieht der Kakao aus wie Eicheln. Ja, es geht, es geht. Naja, nicht ganz wie ein Eichel. Verkaufen. So. Bis bald. Hm, Spontanität bringt Würze. Er akzeptiert kein Nein, gell? Nee, nicht so. Warum nicht so? What the fuck? Oh, was für ein wunderbarer Tag. Ich hab wirklich gerade keine Lust auf League of Legends. Ist das nicht Grund genug für ein Nein? Ja, das weiß ich eh, aber trotzdem. Ich freue mich schon so auf mein Date mit Miki später. Kann ich mit dir sprechen? Lass mich das noch überlegen, okay?
Ich überleg's mir noch. Fragt mich in einer Stunde dann nochmal. Ich will jetzt noch weitermachen und nicht über League of Legends reden hier. Sonst komme ich hier nicht weiter. Jetzt dauert es noch länger hier. Pflücke die blassesten Blumen. Das heißt, alle Blumen, die weiß sind wahrscheinlich. Und wir brauchen noch Eisen. Wäre ja so schlimm, wenn du in Valley nicht weiterkommst. Du hast keine Ahnung, Michi. In 4 Tagen ist Seasonende. Und ich habe noch so viel zu tun, bevor Seasonende ist. Wenn man gewisse Sachen nicht mehr bekommen kann. Immer noch deppert am Reden. Nein, das gibt's nicht. Was kannst aber auch eine ins Inventar immer wieder absetzen und dann wieder auf. Wirklich? Das zählt? What? What? No way zählt das. Oh mein Gott, das zählt. Was? Oh Mausal, das ist der Tipp. Ey, danke dir für den Tipp. Das ist wirklich ein absolut guter Tipp. Entschuldigung. Ich habe eine sehr wichtige Aufgabe. Holy moly, hätte ich das vorher gewusst. Ey, schau, was ich jetzt machen werde. So warm. Ablegen. Mache ich heute ein Nickerchen. Oh, das hier ist eine Insel auf der Insel. Nein, ich will nicht mit dir reden. Husch, husch, husch. Nice! Wir haben die wieder. Ja, eine fehlt. Irgendwo muss noch eine sein, ja. Wie gut! Oh Mann. Da habe ich auch fast keinen Platz mehr. Das ist alles sehr problematisch. Machen wir mal Eisenbahn. Goldbahn mache ich mal auch. Ein paar mehr. Damit wir wieder einen Slot haben hier. Ja, jetzt geht's wieder. War nur Spaß, ich weiß doch eh, dass du so viel mitnehmen möchtest, wie du willst. Lass dich nicht ärgern, ja!
Ich weiß eh, dass ihr nur Spaß macht. Aber manchmal hat das keine Grenzen. Vor allem dieses Disney-Bashing die ganze Zeit. Das ist mittlerweile echt langweilig geworden. Am Anfang war es noch lustig, aber... So nach einem halben Jahr ist jetzt schon irgendwie... lame geworden. Ich habe so vieles im Kopf, was ich machen will. Ich möchte ihr noch die Geschenke geben. Ich will noch Eisen sammeln für das DJ-Pult. Hier die Quest. Schnitzel, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Es ist uns gelungen, eine Lösung zu finden und das ganz und gar unsäglich Feuer zu binden. Doch im Kampf gegen die Flammen bestehen wir nur zusammen. Ziehe deine Dreamlight-Magie zu Rate. Wenn ich meine herrschaftliche Gießkanne verzaubere, sollte es klappen. Lass es uns zusammen herausfinden. Ohoho, ja, das ist fantastisch, meine Liebe. Einfach fantastisch. Okay, mal sehen. Vielleicht könnten wir Turmalin gegen die grüne Farbe des Feuers einsetzen und das Ganze mit ein paar Schneebällen abkühlen. Mit Traumschirm wird der Zauber aktiv und mit lila Springkraut geht sicher nichts schief. Du spielst jetzt echt ungefähr ein halbes Jahr die Disney Games. Naja, Speedstorm jetzt ein Jahr, Kazuma. Im Mai wird es bei Speedstorm ein Jahr. Also du hast recht, eigentlich geht es noch länger als ein halbes Jahr. Mit Dreamlight Valley habe ich ja erst vor 2 Monaten oder so angefangen, ne? Ich werde alles besorgen, du kannst dich auf mich verlassen. Und was tun wir dann als nächstes? Danach gibst du alles in ein leeres Fläschchen und mein... Oha! Konka! What? Konka? What the hell? Da haut er raus, ey. Danke, Konka. Und Servus. What the hell? Überraschungsliebe. Holy moly, da hast du mich aber jetzt ordentlich überrascht. Ach du Scheiße. Ey, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Konka. Crazy. So, das hätten wir. Da haut er raus. Konka live and reloaded. Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. Danke dir, danke oh. dir. Süßer Hering, lila Springkraut, lilafarbenes Sumpfmilchkraut. Du warst ja so okay. hilfsbereit. Schauen wir, ob wir das haben. Das ist ein toller Tag. Einmal das hier auf jeden Fall. Ah, und das hier. Alles nice soweit? Ja, alles super, danke dir und selbst. Beste Game in Controller, da gibt's ein schönes Spiel. Ah ja, hier, Konka, dieses Eichhörnchen ist das, gell? Das war doch ein Eichhörnchen. Ich weiß ja, auf Nintendo 64 gab's das Spiel, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist cool, ja.
Ich meine, ich hab's nie gespielt, aber ich hab schon mal so ein Spieledurchlauf oder sowas in der Art gesehen. Oder ein Speedrun oder sowas. Komplett gestörtes Game, aber geil war's. Warte mal, war das mit diesem Kacke-Monster? Roland? War das mit dem Spiel? Ja. Ja. The Great Mighty Boo. Geil. Mit dem Lied, gell? Gab's ja auch so ein Lied. So, ein Geschenk. Ein zweites. Alles klar, Konka. Danke dir, gell? Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich danke dir. Hab noch einen schönen Abend. Süßer Hering war das. Genau. Den müssen wir ja noch geben. Haben wir den überhaupt? Können wir den überhaupt? Nein. Muss ich mal kurz schauen. Du. Hä? Süßer Hering finde ich hier nicht. Hering und Zwiebel. Okay. Habe ich überhaupt einen Hering? Ja, genug Heringe. Zwiebel. Süßer Hering. Jawohl. Ja, ich habe keine Xbox. Ja. Das stimmt. So. Das haben wir jetzt alles, gell? Ja. Hat das gezählt jetzt? Hierfür? Ja. 3 von 6. Wunderbar. Koche ein duftendes Gericht mit dem Lanzettfisch. Mal kurz schauen hier. Kann ich das? Lanzenfisch, Garnele, Meeresfrucht, Tomate, Reis. Okay. Weiß nicht, ob ich den hab. Oh ja, hier. Garnele. Was war das noch? Tomate, Reis.
Aha. Hey Sneko, servus, guten Abend. Ahoi, ahoi. Na, wo ist er? Da. Zehn Stück müssen wir machen, gell? Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Sehr gut. Und hier auch wieder eins fertig. Plaudere mit dem besten Scherzer im Geschäft. What? Wer ist der beste Scherzer im Geschäft? Wer ist das denn? Mike Lotzkowski, oh nein! Wir brauchen Dreamlight. Wir brauchen dringend Dreamlight. Okay. Boah, das wird aber... Oh mein Gott, dafür brauchen wir 2 Tage. Dafür bräuchte ich 2 Tage. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich schau mal mit Belohnungen, was wir alles kaufen können jetzt. Ich kaufe mir mal die ganzen großen Sachen. Die teuren. Ich meine, wir haben eigentlich, wir sind eh eigentlich, wir haben schon fast alles, ne? Also viel ist da, glaube ich, eh nicht mehr. Hier noch 20. Ja gut, aber dann haben wir alles eigentlich. Das haben wir alles abgeschlossen. Für die bräuchten wir halt dann noch welche, ne? Ha. Ja gut, dann ist das gar nicht so schlimm. Ich hab deinen Mushu gesehen, ja? Sneko. Deinen Mushu habe ich gesehen. Wunderschön, wunderschön. Etwas, wie kann ich es beschreiben? Ungewöhnlich. Aber ich habe ihn gesehen, ja? Einen interessanten Stil, auf jeden Fall. Oh, da versteckt sich. Da versteckt sich eine Truhe. Mit Münzen. Okay, aber ich fange schon wieder an, irgendwie Blödsinn zu machen. Ich brauche, das brauche ich alle eigentlich gar nicht hier.
Wir brauchen... Wir brauchen Simba und dann gehen wir Eisen wieder sammeln. Wir gehen ein bisschen Eisen sammeln. Hey, hallo. Lass uns abhängen. Ansonsten können wir glaube ich hier eh nicht mehr viel machen. Das ist halt... Das können wir noch morgen machen, das können wir heute noch machen. Den Rest können wir nicht machen. Ich könnte schauen wegen Dreamlight, dass ich mir da vielleicht noch Dreamlight herstelle. 1750, auch nicht wirklich viel. Ha! Hakuna Matata. Das ist immer so lang gebraucht. Für den nächsten Sternenpfad sind wir ready. Da sind wir direkt ready. Das Inventar ist schon wieder zugemüllt. So schnell, das geht so schnell. Aber wie viel Eisen haben wir? Eine Tour, 23. Ja. Ist okay. Dauert trotzdem noch lang. 40. Wir brauchen 50 Eisenbahnen. Also nicht mehr so lang. Und währenddessen machen wir dabei noch was anderes. Oh. Wie nehme ich mir da? Die Kürbisse sind fertig. Ich muss mit dir sprechen. Eigentlich Nala. Eigentlich sollte ich wieder Nala nehmen. Ist Nala, Nala, Nala. Da oben, was macht sie da oben? Was treibt sie da? Im Schneegebiet. Viel
brauche ich heute ein Nickerchen. Der Rabe wieder. Ja, das ist irgendwie, das ist halt, ich meine, das geht noch, dieses Pflücken geht noch, aber das Einsehen ist halt dann, wenn man die Samen einpflanzt, das dauert. Einen Tag auf eine Wurzel warten muss. Na, 4 Stunden sind's. 4 Ingame-Stunden, glaube ich, sind's. Schau, wie sie berechnet. Sie berechnet. Und puh! Jetzt gibt's wieder viel Geld. Jawohl. 228.000. Das schmeckt. Das schmeckt. Das heißt, eigentlich wir bekommen jeden Tag mehr, als was wir eigentlich ausgeben im Shop, ne? Das ist nicht schlecht. Und das nur mit Kürbisse. So, wir gehen gleich wieder einpflanzen. Ah, das ist eh in Ordnung. Ich meine, für das, dass man so viel bekommt, ne? Ist das absolut in Ordnung. Ah, die muss ich verkaufen. Oder ich gebe sie hier rein. Die Kohle. Warum stopfe ich hier alles rein? Eigentlich kann ich die Kohle auch hier hingeben. Weil hier kommt sowieso nichts mehr dazu. Von dem her. Bitte, bitte, hilf mir doch kurz. Oh Gott, Mutter Gottel, wenn ich sie schon höre. Tour. Wobei, nein, sollte ich nicht.
Wo ist Simba? Da oben. Simba, erinnere dich. Ich frage mich, wer der wahre Herrscher in diesem Valley ist und wo steckt er. Erinnere dich. Simba. So ein schöner Film, König der Löwen. Und Rafiki, die Legende. Asante Swana, Matsch Banana. Was soll das überhaupt heißen? Das heißt, dass du ein Affe bist und ich nicht. Schade, dass es ihn nicht gibt. Allgemein, Timon und Pumba würden da auch gut reinpassen. Vielleicht kommen sie noch. Kann eh sein. Kann sehr gut sein, ja. So, haben wir das auch wieder bis morgen? Aber es wird eh langsam voll hier im Valley, ne? Wir haben so viele Leute mittlerweile. Ja, bei uns ist auch sehr warm. Das Hummer. Ein sehr schöner Tag. Perfekter Zockertag. Eigentlich nicht. Eigentlich ein super schöner Tag zum Spazieren oder so. Also, es ist wirklich sehr schön. Heute durchgehend scheint die Sonne. Aber das Gute ist, es ist noch nicht so heiß, weißt? Deswegen sage ich ja, das ist das perfekte Wetter eigentlich. Wenn es so bleiben würde, das wäre so gut. So, es ist gerade so die Temperatur, da könnte man... Ich meine, für manche wird es vielleicht zu kalt sein. Ich find, man könnte jetzt auch schwimmen gehen. So irgendwie. Vor allem in der Sonne halt. Und man kann
Man kann zocken, ohne dass man stirbt. Man kann spazieren, ohne dass irgendwie zu heiß oder zu kalt ist. Das ist halt die perfekte Temperatur. In 10 Wochen hast du wieder 29 Grad aufwärts, ja. Und vor der Zeit müssen wir noch genießen und wertschätzen die Zeit, die wir jetzt noch haben. Habt ihr in Wien einfach Copypasta von unserem Wetter gemacht? Ja, nicht nur wir, anscheinend Kazuma auch. Ja, ist ja auch, bei ihm ist auch anscheinend sehr schön. In Bayern. Jetzt wieder hier hoch. Oh Gott, das erinnert mich an Endwalker Early Access. Draußen 35 Grad und ich zock 3 Tage fast durchgehend. Frag mich bis heute, wie ich das überlebt habe. Stark, Jen. Wollte Tommy damals nicht in Endwalker reinschauen oder irre ich mich da? Ja, das stimmt. Ich wollte da wirklich reinschauen. Aber was soll ich dir sagen, Kazuma? Das Ding ist, du siehst ja, nicht mal tägliche Pläne funktionieren. Ich hatte noch vor, hier Sons of Valhalla zu spielen und Elden Ring. Und jetzt wurde ich gefragt, ob ich nicht bei League of Legends dabei bin, ne? Ob wir nicht Clash spielen. So verändern sich die Pläne dann ständig, ne? Aber die kommen auch immer in allerletzter Sekunde, fragst mich dann. Ist ja auch schon 19 Uhr. Ja, ich hätte auch wahrscheinlich schon jetzt so langsam das Spiel auch gewechselt, aber wahrscheinlich werde ich eh mit ihnen mitspielen. Auch wenn ich nichts für League of Legends eingestellt habe. Für den Stream. Ich frage mich eh, wie das jetzt laufen wird dann. Kann nur im Chaos enden. Aber heute funktioniert eh nichts. Von dem her. Gut so, Jane, gut so. Lass dir noch Zeit. Ich habe nämlich so viel zu spielen. Ich freue mich schon, wenn ich in Dreamlight Valley dann so langsam im Endgame bin. Und dann gefühlt alles machen kann und dann sind wir viel schneller durch, ne? Mit den ganzen Sachen. Kann man auch mehr dekorieren und so und
Schön, dich zu sehen. Wenn ich die mal hab, die Punkte, wünsche ich mir, dass du einen Final Fantasy Marathon machst. Was für ein Final Fantasy Marathon? Was meinst du Final Fantasy Marathon? Meinst du hier alle Teile? Also das wäre zu viel. Das wäre zu viel. Das wäre too much. Da würde ich ja in 5 Jahren nicht fertig sein. Stell dir vor, so alle 16 Spiele. Plus Remakes auch noch. Na klar. Was ich mich frag, wenn ich diesen einen Trank verwende, das muss ich mal machen gleich. Bei 1 Million bekommst ein Final Fantasy. Ja, kommt drauf an, welches. Wenn man sagt so Final Fantasy 15 und Final Fantasy 16 und die neueren Teile, dann sage ich okay. Also hier diese Remakes halt, ne? Von 7er war das, glaube ich. Sage ich okay. Wenn du sagst Final Fantasy 7 Remakes, 14er die ganze Story, 15er, 16er und keine Ahnung was noch, dann wäre das too much. Alleine für Final Fantasy 14 Story brauche ich brauche ich Ewigkeiten, ne? Wolltest du ein paar nicht mal spielen? Ich hätte 7, 14, Endwalker und Downtrail, 15 und 16er gefragt. Ich müsste halt bei Final Fantasy. Bei Final Fantasy 14 müsste ich halt von vorne anfangen, ne? Ich müsste wirklich von vorne anfangen wieder. Na, ich habe ja keine Ahnung mehr, was genau passiert ist. Also so ungefähr weiß ich es, aber ich weiß nicht mehr, wie ich spiele, wie ich, keine Ahnung. Bin ja schon wieder komplett raus, ne? Man kann eh schnell wieder reinkommen, aber da will ich halt schon von Anfang an wieder. Aber das ist halt die Katastrophe von Anfang an, Final Fantasy 14. Also, was heißt Katastrophe? Es ist ultra lang, ne? Das ist halt das Ding. Und das wäre unfair den anderen gegenüber, weil hier zum Beispiel Roland hat auch nur in Anführungszeichen Skyrim genommen. Da werde ich auch sicher meine 300 Stunden reinballern, aber ja. Wenn das so ist, frage ich dich Final Fantasy 14 nur. Würde aber dir helfen bei Fights und so. Ja gut. Ich meine, wir können ja dann schauen. Schau, wir können ja Final Fantasy 14 spielen, ne? Also so würde ich dir schon dann entgegenkommen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, relativ schnell durch bin, können wir ja sagen, wir können ja noch eins irgendwie dranhängen oder so, weißt du? Mm-hmm.
Dauert ja mal 3 Jahre, bis ich die Punkte habe. Ja, gut, ich meine. Das stimmt, es sind schon viele Punkte. Das stimmt. Oh, warte mal, ich muss jetzt den Zaubertrank verwenden. Ich will den Zaubertrank verwenden. Einfach mal schauen, wie das hier ist. Aber da kriegt man, glaube ich, nur Edelsteine dann. Ich finde es schade, dass man auf der Map die Wege nicht sieht. Ja, das stimmt. Das wäre cool, ja. Wenn man die noch sehen könnte. Stimmt. Würde ich auch cool finden. Kannst du mehr Edelsteine abbauen als je zuvor? Schauen wir uns das mal an. Wie das hier funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass du No Man's Sky durchspielst. Kappa. Das kann man nicht durchspielen, glaube ich. Ich meine, da musst du dann sagen, was ist durchspielen, ne? Oh, wirklich? Es droppen nur Edelsteine. What? Gut, da wäre es dann aber am besten, wenn wir das da oben verwenden. Ich will ja eigentlich Eisen. War eh nur ein Witz, ich weiß eh, wegen dem Kappa. Habe ich eh so oft. Aber ja, es ist. Mal so allgemein gesprochen, ne? Für solche Games müsste man dann sagen, was ist durchgespielt dann, ne? Ich meine, man kann sich auch wünschen, man kann sich auch ein Spiel wünschen auf 100% oder sowas, je nachdem, wie schwer das machbar ist. Also ich würde das tatsächlich von Fall zu Fall, da gibt es halt keine Regel, so, ne? Einfach nach Gefühl würde ich dann sagen. So, ich will euch da auch nicht abzocken oder sonst irgendwas. Das machst du teilweise schon von selbst. Das auf 100% Spiel meinst. Wenn mir ein Spiel gefällt, auf jeden Fall. Wenn mir ein Spiel weniger gefällt, dann. Nee. Loot Maniac. Das stimmt, das bin ich. Absoluter Loot-Maniac. Mein größter Feind ist limitiertes Inventar. Das ist mein größter Feind. Wann geht's los mit League of Legends? 21 Uhr oder was haben's geschrieben, gell? Mm.
Geht mir auch so, muss meine Retainer noch ausmisten, bevor Dawn Trail droppt. Die pure Begeisterung in deinem Gesicht. Ja, es sind ja nur 3 Spiele oder so, aber pass auf. Nach den 3 Spielen heißt dann, lass noch weiterspielen. Ich calle es jetzt, Kazuma. Man wird nicht genug haben. Es ist immer so. Ah, mit dem Spiel kann man nicht aufhören. Ah. Erwarte das Unerwartete, ja. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ah, mit dem Spiel kann man nicht aufhören. Pass auf. Ich werde heute mein erstes Normal nach, weiß nicht, wie viel, seit Silvester, glaube ich, habe ich kein Normal mehr gespielt. Und Silvester und vor Silvester habe ich auch lange kein Normal gespielt. Und dann steht alles ins Wasser mit den 500 Games. Heute wird so schrecklich, dass ich keinen Bock mehr habe auf diese 500 Games, die wir da gesagt haben. Da wird sich der Martin freuen. immer nur Spaß. Haben wir nicht schon... Oh, wir haben genug Eisen jetzt. Wir haben wirklich sehr viel Eisen jetzt. Ich glaube, das reicht auch. Sehr gut, wir haben genug. Oh, ist das schön. 55. Boah, für das ganz Große bräuchte man 100. Das ganz Große bräuchte man 100. Yes. Himmelblaues DJ-Pult. Das ist es. Boom. Ja. Nächste. Oh mein Gott, wir sind fertig. No way. Das ist schon das Ende. Oh. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Habe ich schon ab. Ein Beitrag, ja, habe ich schon. Yes! Wir haben alle. Wir haben alles noch. Boah, 3 Tage davor. Nice. Und jetzt können wir uns das hier auch noch holen. Immer ein paar Mondsteine. Alle zusätzlichen Aufgaben kann man sich dann über die Mondsteine wieder zurückholen. Oh, das ist cool. Ah, das freut mich, das freut mich. Ich wette, dein erster Freund war ein Spiel. Die Frage ist jetzt nur... Was machen wir, damit wir schnell Dreamlight bekommen? Hier gibt es so viele Möglichkeiten, ein Abenteuer. Wie kann man am besten Dreamlight farmen? Das ist jetzt die Frage. Soll ich diese kleinen Sachen machen? Hier plaudern zum Beispiel. Das Wasserloch, den kommen wir um. Klingt nach Spaß. Es wird schön sein. Wenn ich Zeit zu zweit zu verbringen. Okay, okay, okay.
Serviere ein Gericht. 250. Wir brauchen dringend Dreamlight. Bis morgen bräuchten wir mehr Dreamlight. Also morgen müsste ich zumindest Sully oder Mike freischalten, damit wir das machen können. Und mit Bells Verehrer müsste ich auch. Das müsste ich eigentlich morgen starten oder so. Damit ich das auch noch kriege, ne? Wenn es in 3 Tagen endet. Tomatensuppe. Was gibt's Schönes bei dir, Herr Robson? Mahlzeit, Mahlzeit. Müssen wir mit Beast reden? Warum mit Beast? Der Verehrer ist ja Gaston, oder? Ist Verehrer nicht Gaston? Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Du da, ich bin Lüge. Ich habe aber, glaube ich, noch nicht mit Beast gesprochen. Ich kann ihn nicht markieren, egal, aber er ist im Haus. Weiß ich, wo er ist. Ich probiere es einfach vielleicht. Geht ja. Hey, geht es dir gut? Mir geht's gut. Bitte. Okay, gehen wir dieser Reaktion auf den Grund. Was bedeutet das? Nun, es liegt in meiner Verantwortung, dass sich hier jeder wie zu Hause fühlt. Bell hat sich schon eingewöhnt und neue Freunde gefunden, aber dich sehen wir fast nie im Tal. Ich wollte nur sicherstellen, dass... Bell ist anders. Sie ist freundlich. Die Menschen mögen sie. Sie wollen, dass ich ein charmanter Prinz bin. Aber sieh mich an. Ich bin das hier. Aber du bist ein Prinz. Was für ein Prinz hat Reißzähne und Klauen? Hier, Simba ist König. Was sagst du dazu? Du hast ein Problem mit deinem Selbstwertgefühl. Wir müssen eindeutig dein Selbstvertrauen stärken. Wie wäre es mit einem Fotoshooting? Foto? Stell dir vor, du lässt ein Porträt malen. Aber es passiert sofort. Manchmal machen die Leute schöne Fotos von sich selbst. Manchmal von ihrem Essen. Nein, das wäre nichts für mich. Du hattest ein Porträt im Schloss. Ich möchte nicht darüber reden. Komm schon, das wird lustig. Ich kann dir verschiedene Teile des Tals zeigen. Du machst eine lustige Pose und wir machen ein paar Fotos. Später kannst du Belle die Fotos zeigen. Sie weiß, wie ich aussehe. Vielleicht aber hat sie gesehen, wie du dich in Pose wirfst. Hat sie erlebt, dass du romantische Gedanken teilst? Was? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich werde ich das bereuen, aber gut. Super, das ist die richtige Einstellung. Sollen wir zusammen hingehen? Lass uns abhängen. Ich folge dir. Lass uns eins im Schloss, eins in Remis Restaurant und ein Foto irgendwo machen. Also ist es das Biest? Ich hab's nicht. Reden wir mal mit ihm. Was ist los, Biest? Wieso sind Angelruten so zerbrechlich? Hast du schon wieder eine kaputt gemacht? Ja, sie sind Stücke zerbrochen. Nichts hier ist für Krallen gebaut. Simba steht direkt neben ihm. Er hat auch Reißzähne. Und Krallen. Keine Ausreden hier. Weil er es vorhin gesagt hat. Vielleicht können wir dir eine Angelrute aus Metall machen.
Hm, vielleicht. Das könnte einiges erleichtern. Ich bin nicht mehr derselbe. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es ist Beast. Okay. Es hätte mich aber eh gewundert, muss ich ehrlich sagen. Weil das wäre das Einzige aus dem Add-on dann, ne? Oh mein Gott. Dann können wir es noch schaffen, dass wir alles... Boah, das wird ein Tag vor Ende. Das ist ja ultra witzig, ey. Dass wir das dann noch geschafft haben. Geil. Oh Mann. Das freut mich. Hast du eigentlich Kingdom Hearts gespielt, wenn dir das ganze Disney-Zeug so gefällt eigentlich? Den ersten Teil habe ich damals auf der PlayStation 2 gespielt. Noch mit der deutschen Synchro damals. Richtig cool. Und wir hatten vor ein paar Jahren, haben wir auch Kingdom Hearts angefangen zu spielen, aber nicht zu Ende gespielt. Auch nur, ich weiß nicht, die Hälfte oder so. Eigentlich eh sehr schade. Aber das habe ich auch vor, noch irgendwann mal zu spielen. Das Problem ist, am PC gibt es das nur für Epic Games und meine Hoffnung ist, dass es irgendwann für Steam erscheinen wird. Aber schauen wir mal. Ja, auch wieder nicht zu Ende gespielt. Ich sehe den roten Faden schon wieder. Ah, come on. Come on. Ja, Mausal, hast du... Weißt du zufällig, wie man am schnellsten Dreamlight farmt? Wahrscheinlich eh hier die Dinger da. Wahrscheinlich die Aufgaben, oder? Dieser Ort hier ist was ganz Besonderes. Oha. Ich habe zum Beispiel alles Angelsachen gemacht und habe auch Gartenarbeit vollständig gemacht und auch die Edelsteine gemacht. Halt Bergbau, damit bekommt man sehr viel. Aber so auf die Schnelle meine ich halt, ne? Fange unterschiedliche Fischarten. Oh Gott, wer fehlt mir denn da? Fange ohne zu scheitern. Habe ich 32 von 100? Das kann nicht sein. Ich glaube aber, das geht hier schneller dann. Ist das der Wald der Tapferkeit? Ich merke mir das nie. Die Lichtung und den Wald verwechsle ich immer. Oh, schau das an! Es war das! Lul. Den Fisch hatte ich noch nie. Habe ich noch nie gefangen? Witzig.
Okay, Martin, okay. Wann muss ich ready sein? Sagen wir nur, wann ich ready sein muss und dann bin ich dabei. Aber mit Voice, gell? Mit Voice und Stream. Ich werde das durchziehen. Wenn es euch nicht stört. Okay, okay. Also müsst ihr euch anstrengen, ne? Ihr habt sein Publikum. Upsala. Was hat der Robson vorhin gesagt? Kalbsgeschnetzeltes mit Champignon-Rahmsoße an Teigwaren, jawohl. Da haut er sich wieder was Schönes rein. Hinter die Kiemen. Wann muss ich ready sein? Das wurde noch nicht beantwortet. Müssen wir nur sagen, wo, wann ich wo auftauchen soll, ne? Sandro dodged? Hä? Oder was? Ein Donowald? Warum? Ich dachte, es wären fix alle dabei, was? Achso, er ist nur nicht der Reihe. Achso, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Boah, ich bin richtig, ich freue mich richtig, dass ich hier den Sternenpfad noch fertig bekomme. Und das drei Tage, bevor es abläuft hier. Richtig nice. So 5 Zwiebeln. Müssen nur schauen, dass wir Dreamlight farmen. Ich weiß nicht, ob das der schnelle Weg ist. Oder vielleicht sogar hier graben, ne? Es könnte sein, dass Graben hier auch der Erfolg ist. Der Weg zum Erfolg. Achso, wir müssen fünf Gemüse ernten. Oh, ich weiß, dass Weizen nicht zählt, ich probiere es aber trotzdem. Der Weizen ist relativ schnell fertig.
Wegen den Dingern halt, ne? Dreamlight. Die Traumscherben. Ich schau mal. Ich nehme mir mal einen Gräber mit. Nehmen wir mal hier Scar. Scar ist doch ein Gräber. Willkommen zurück! Paddy! Haben noch die Folge fertig geschaut nach dem Essen, haben Fallout angefangen. Oh, oh, oh. Sehr schön, sehr schön. Ey, ich bin heute nicht weggekommen von Fallout. Deswegen ist der Stream ein bisschen später angegangen, als ich eigentlich geplant hatte. Ich musste mir die Serie einfach fertig anschauen, das war... Ich musste einfach. Vielleicht gönne ich mir auch nochmal so einen Trank für die Schaufel. Noch schauen, wie schnell das wäre dann. Zehn Anwendungen. Oh, was? Freundlichkeit kann alles besiegen. So. Dann schauen wir mal. Wo gibt's ein paar Hügelchen, die wir ausgraben können? Sind doch immer irgendwelche hier. Nur wenn man sie sucht, dann findet man sie natürlich nicht, ne? Ansonsten liegen immer irgendwo Hügelchen, die man ausgraben kann. Das gibt's nicht. Nicht einer hier. Das kann doch nicht wahr sein. What? Das Spiel will mich doch trollen. Hier mal einer. Aber hier kriegt man nicht mehr. Hier kriegt man leider nicht mehr raus. Ich glaube, das gilt nur fürs Allgemeine. Oh, verdammt. Ja, dann kann man das vergessen. Okay, egal. Dann machen wir... Ach so, ja, hier, das hier ist ja schon fertig. Kommt Scar mit? Ja, Scar kommt mit. Das ist natürlich kein Gemüse, das war klar. Welches Gemüse wächst schnell? ...15 Minuten, Karotte. Paprika auch 15 Minuten. Heieiei. Mm-hmm.
in die Zukunft sehen. Haben wir hier Karotten? Ja. Ach so, ja, Paddy. Ja, wir schaffen es doch mit den Event-Aufgaben. Wir haben es doch geschafft, irgendwie. wir schaffen das noch. Ich brauche jetzt nur noch 15.000 Dreamlight, damit ich mir Sully und Mike Lutzkowski hole. Aber den Rest, der wird dann morgen fertig. Das ist wirklich cool. Ich habe mich so gefreut, als ich das vorhin realisiert habe. Ich hab tatsächlich nicht mehr dran geglaubt, so richtig. Weil wir so viele Quests haben und so viel, keine Ahnung was, ne? Was wollte ich denn jetzt machen? Fütter ein Kaninchen. Halt den 2 Sterne essen und so, das können wir. Ernte 3 Pilze, füttere einen Waschbären. Verkaufe 5 Früchte. Ich glaube, mir fehlt noch zu viel, aber ich habe jetzt aus dem Event eigentlich alles, was ich unbedingt wollte. Mir fehlen auf jeder Seite noch etwa 1 bis 2 Sachen. Ja, das war mir auch wichtig, dass ich alles habe, was mir halt gefällt, ja. Der Rest ist halt Bonus, aber ich meine, Vicky hat mir gesagt, ich soll mir dieses Premium-Ding holen, weil man dadurch, also durch das hier, ganz hinten, kann man das alles wieder reinholen. Das wäre schade, wenn ich das jetzt nicht reinhole wieder, ne? Dann habe ich mir dieses Premium-Ding eigentlich mehr oder weniger umsonst gekauft. Sagen, die Sachen sind jetzt nicht so mein Jam. Monster AG war nie so meins irgendwie als Kido. Ab heute noch Angst vor Aliens fand ich also nie cool. Ah, gut. Der Wald wirklich extrem dunkel ist. Also hier bräuchte man auf jeden Fall mehrere Lichtquellen. Hier würde ich auf jeden Fall mehrere Lichtquellen aufstellen. Oh, schade. Schon Level 6. Hat er zufällig... Kann ich dem vielleicht irgendwas geben? Tintenfisch, Karpfensalat. Einen Tintenfisch können wir ihm bringen dann.
So, erstmal hier verkaufen. Hallöchen. Hallöchen. Zack. Eigentlich direkt zwei fertig, ja. So, Ich frage mich, wer der wahre Herrscher in diesem Valley ist und wo stecken sie? Hey, Dart-Fan, servus. Guten Abend. Da haben wir eh viele. Können wir ihm ruhig schenken. Ja, ja. So, fange drei Fische. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Es ist echt, das ist echt, es dauert echt lang, bis man dieses Dreamlight hat, ne? Ist gar nicht mal so. Wie fandest du Fallout? Die Serie fand ich richtig geil. Ich bin heute nicht losgekommen von der Serie. Ich habe sie mir direkt komplett angeschaut. Also ich vergebe eine 9 von 10. Und ich freue mich auf weitere Staffeln. Und die Serie hat mir so Bock auf die Spiele gemacht. Vor allem, weil ich die meisten eigentlich gar nicht gespielt habe, ne? Also irgendwann habe ich noch vor, die auch im Stream zu spielen. Also hier so Fallout 3, Fallout New Vegas soll auch sehr gut sein. Und Fallout 4. Hast du mal versucht, die Handynummer anzurufen aus der Serie? Das funktioniert nämlich. Nein. Nein. Ich rufe grundsätzlich keine Nummern an, die ich einfach irgendwo sehe. Aber ich weiß schon, welche du meinst. Ich glaube, vom Voltec, gell, war die Nummer. Ich weiß, was du meinst. Die funktioniert wirklich. Ja. Ich glaube es eh. Ich glaube es eh, aber. Hast du angerufen oder was, Dart-Fan? Jemand hat dort angerufen und wurde 17 Sekunden angeschrien. Okay, das klingt ziemlich random. Das klingt ziemlich random, muss ich sagen. Hm.
Aber warum angeschrien? Das verstehe ich nicht. War das ein Band oder? Fütter einen Raben. Oh, jetzt muss ich eh langsam alle füttern anscheinend hier. Jetzt müssen wir bald alle füttern. Das weiß niemand. Das weiß niemand. Mysteriös. Verkaufe 3 Gemüse. 3. 250 gäbe es dafür. Warte, ich hab eigentlich bei mir in der Truhe. Wie fandest du die Serie? War cool, oder? Ohne jetzt hier groß zu spoilern. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Einfach nur sagen, wie du es findest. Bitte auch nicht klein spoilern, genau, ja. Definitiv geil, ja. Ich kann die Serie halt auch nur empfehlen, vor allem die Leute, die auch Fallout gespielt haben, weil du erkennst das so viel wieder. Und das ist halt richtig geil. Das ist wirklich cool gemacht. Weil manchmal verkacken die halt einfach, ne? So bei Realverfilmung verkacken die halt auch manchmal. Und dann, aber da ist wirklich sehr viel, was du wiedererkennst und so kleine Sachen, das ist halt so diese Detailliebe halt, die feiere ich halt, ne? Ich habe noch nie Fallout gespielt, selbst ich habe Sachen erkannt, ja. Ich finde die Serie mega, obwohl ich den vierten Teil erst angefangen habe, aber die Puppen und so weiter ist so mega gemacht. Ja, voll. Ich glaube, ich kann es jetzt eigentlich schon sagen, ich glaube, da wird dieses Jahr nichts nachkommen, was für mich die Serie toppen wird. Also ich fand die so cool. So gut gemacht. Oh, Tommy! Oh, was? Ja, was ist passiert? Hast du 4 von den Matroschka? Vergiss nicht, auch ja? Wunder brauchen ihre Zeit. Die habe ich jetzt random gefunden. Ich weiß gar nicht, wofür die wirklich sind. Also ich habe schon gemerkt, wie eine Quest, aber ja. Ach so, wegen Wally hast du. Oh, ich dachte schon, Jen. Ich habe irgendwas verpasst oder so. Oh. Ey, Vicky, servus. Oh, Wally. Naja, Wally war schuld, ja.
Ja, ich habe die random gefunden, Buddy. So. Ja, ich habe eine Quest dazu, aber ich mache gerade andere Sachen. Ja, Mausal. Mausal, alles gut. Ich mache halt gerade andere Sachen, deswegen, ne? Ich mache die Quest ja jetzt gar nicht. Das ist ja gar nicht meine Priorität gerade. Ich meine, ihr seht das eh, ich habe die nicht mal aktiv. Von dem her. Ich sammle jetzt eigentlich die ganze Zeit nur. Ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ich bin so eher, dass ich alles gleich haben will. Aber das geht in dem Spiel nicht, ne? Da hast du ja dann, da hast du dann sehr gelitten, glaube ich, oder? Dass du alles gleich haben willst. Alleine, wenn man sowas sieht, ne? Schau dir an, wie viele Quests ich offen habe. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Das geht einfach nicht. Ich muss einfach eins nach dem anderen. Das geht nicht. Das geht halt nicht. Keine Ahnung. Und Priorität ist, Mike und Sully zu holen. Alles andere ist mir jetzt absolut egal. Das interessiert mich alles nicht. Ich will Dreamlight haben für Mike und Sully. Wie geht's dem Pfad? Durch? Nicht ganz. Vicky, mir fehlen Sully und Mike Klotzkowski noch, aber das ist ja... Das dauert ja, ne? Der zweite. Warte, haben wir jetzt den weißen oder den schwarzen gefüttert? Oh no. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war der weiße, gell? Ja. Hier, warte, ich zeig's dir, Vicky. Wo wir sind. Also ja, ich bin schon bei den Dingern. Aber Aufgaben. Hier habe ich noch 5. Das wird morgen fertig sein. Das wird morgen fertig sein. Das hoffentlich auch. Und die zwei halt, Mike und Sully, ne? Da brauche ich morgen unbedingt Mike. Dass ich das dann noch, dass ich das noch schaffe. Aber ja, Dreamlight. Streamlight. Mir fehlt das Dreamlight. Deswegen mache ich die ganze Zeit hier die Sachen hier. Bereit ein Gericht zu, gegrillter Fisch als Hauptspeise. Machen wir. Ernte 5 Gemüse, haben wir auch gleich. Adi springt für Sandro ein, what? Warum auf einmal, was zur Hölle? Das ist dein Traum, weißt du? Nur okay, aber ihr habt mir noch immer keine Zeit gesagt. So Leute. Jederzeit.
Sag mir eine Zeit. Spätestens 2045. Okay, ja gut. Dann werde ich jetzt langsam aber sicher aufhören dann. Gut, ich bin jetzt eigentlich gerade nur am Dreamlight farmen. Das werde ich... Ich glaube, ich werde später dann auch nochmal reinschauen. In Dreamlight Valley. Wir werden das durchziehen. Elden Ring fällt heute eh aus, sonst auf Valhalla wahrscheinlich auch jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, war es das fürs Erste. Gleich Schluss für heute. Nein, nur mit, nicht mal nur mit Dreamlight Valley. Es könnte sein, dass wir später wieder reinschauen. Aber fürs Erste. Jetzt erstmal, ne? Später oder morgen machen wir weiter halt. Wird uns nicht davonlaufen, denke ich. Aber, ja.